Ja, guten Abend, Nagel. Du liegst heute in meinem Bett. In wie vielen Betten bist du denn schon sonst so aufgewacht? Da ich ja schon sehr lange auf Tour bin und so, glaube ich schon in sehr vielen. Also gute Idee, also gute Frage. Ich würde gerne eine Zahl nennen, so 957 oder so. Wärst du denn beeindruckt, wenn ich das so sagen Das würde? ist schon eine Menge, ja. Ja, aber ich meine nicht wegen der, ne, ich weiß es nicht, aber doch relativ viele, glaube ich. Und in wie vielen Betten bist du eingeschlafen? Weit weniger auf jeden Fall, ja. Also deutlich weniger, muss man sagen. Und hast du ein Lieblingsbett? Du hast ja viele ziemlich viele Betten kennengelernt. Gab es da ein besonderes, gutes, schönes bei? Nicht, dass es mir jetzt so einfallen würde, aber ja, doch, da gab es bestimmt viele schöne auch bei, allerdings auch viele nicht so schöne. Also ich bin großer Bettenfan und großer Kissenfan. Und auf der anderen Seite aber großer USA-Fan und viel da gereist und sowas. Und ja, dann mal in so Motels geschlafen. Und die haben, da finde ich die Bettensituation immer ein bisschen schwierig. Die haben dann, das ist zwar schön, dass es irgendwie Queen Size oder King Size so riesig ist, dass man da eigentlich so das tagelang nicht verlassen muss. Aber viel zu wenig Kissen und immer nicht so schöne Decken, wie du jetzt zum Beispiel hast, sondern so dünne Wolldecken irgendwie. Das Nicht kuschelig genug. nicht, überhaupt nicht kuschelig, aber riesig dafür. Ne? Das ist natürlich auch gut. Man kann da so lange Quer liegen. drumrum, ja, laufen auch und so. Laufen, hüpfen. Mein least favorite Bett war wahrscheinlich mein Bett in der WG in Münster. In Münster wohnen ja viele Studenten und jede WG hat Hochbetten. Ich hatte auch ein Hochbett und irgendwann habe ich gedacht, dass das einfach nicht mehr passt. Man kann nicht über, sagen wir mal, 23 sein und noch ein Hochbett haben, dachte ich, so für mich. Und das stimmt wirklich jetzt. Als ich schon aus meinem Hochbett ausgezogen war, ich habe das dann nur noch als Lager so benutzt und da gab es eine Treppe. Und als ich das letzte Mal in meinem Leben sozusagen diese Treppe benutzen wollte, bin ich sie weggeknackt und ich bin runtergefallen. Ein Zeichen. Auf jeden Fall, das war mein letzter Hochbettbesuch, hoffentlich immer in diesem Leben. Im nächsten wieder. Mal schauen. Ach so, und ich hab ganz viele Fotos von Betten, also von Hotelbetten. Das habe ich mir bei meinem Freund Felix Gebhardt abgeguckt. Der hatte mal so eine Serie, der hat eine Band, Home of the Lame. Und der hat mal eine Zeit lang immer jedes Hotelbett, in dem er geschlafen hat, fotografiert. Und das habe ich mal so übernommen. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesen Fotos will. Ich habe so einen riesen Ordner auf dem Computer und denke jetzt auch oft so, dass. Soll ich das jetzt wirklich noch? Also manchmal muss man ganz schnell auschecken und dann, ach scheiße, vergessen, putzen man, dann schmeiße ich die Sachen wieder hin und mache das noch und denke so, wofür denn eigentlich? Aber ich mache das jetzt weiter, weil ich so, da so ein bisschen abergläubisch bin und denke so, in dem Moment, wo ich aufhöre, das zu machen, dann kurz darauf fällt mir irgendwas total Schönes ein, was ich damit mal, wie ich das mal verwenden kann. Deswegen sammle ich erstmal weiter, bis ich eine tolle Idee dafür habe. Ja, schöne Idee. Hoffentlich.